So, und vom E-Scooter-Wahnsinn in Gelsenkirchen geht zum Surfer-Wahnsinn in Portugal. Der Deutsche Sebastian Steudner wagte sich zu Beginn dieser Saison auf die möglicherweise größte jemals gesurfte Welle. Sie ist 28 Meter und 57 Zentimeter hoch. Wenn das offiziell bestätigt wird, übertrifft sie seinen eigenen Weltrekord von etwas über 26 Metern. Steudner nutzte für seinen lebensgefährlichen Ritt auf der Monsterwelle in Nazaré eine spezielle Drohne, um die Wucht und Höhe genau zu messen. Je höher eine Welle ist, desto schneller muss der Surfer sein, damit sie ihn nicht überrollt. Steudner konnte durch neue Technik auch sein Surfbrett schneller machen und erreichte damit statt 80 satte 100 Stundenkilometer. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.